Aus meiner Sicht. Ein Buch von Oswald Mühlmann. Erkenntnisse und Ratschläge eines Hellsehers. Das Buch. Obwohl Oswald Mühlmann sich selbst bescheiden als Durchschnittsbürger bezeichnet, besitzt er eine höchst seltene Gabe. Er kann mit bloßem Auge das Energiefeld eines Menschen sehen und daraus Rückschlüsse auf dessen körperliche und seelische Verfassung ziehen, sowie Schicksalsereignisse voraussagen. Nähe, Mut, Neugierde, Vertrauen und Besinnung bezeichnen die fünf Pfade, auf denen er in die Geheimnisse der unsichtbaren Welt vordrang. In seinem Buch zeichnet er seinen Lebensweg nach. Angefangen bei seiner Kindheit, die er zusammen mit 8 Geschwistern auf einem Bauernhof in den Osttiroler Bergen verbrachte, bis zu seinem heutigen Leben, in dem seine übersinnliche Begabung eine wichtige Rolle spielt, beschreibt er Schritt für Schritt die einzelnen Stufen seiner Entwicklung. Dabei weiht er den Leser nicht nur in die Kunst des Hellsehens ein, sondern lehrt ihn vor allem die Fähigkeit, ein gesundes, zufriedenes und ausgeglichenes Leben zu führen. Über den Autor. Oswald Mühlmann wurde 1957 auf einem Bauernhof in Außerwilgraten in Osttirol geboren. Er übte in seinem Leben viele Berufe aus. War Zeitungsverkäufer, Chauffeur, Skisanitäter, Bauarbeiter, Baggerführer und Sportmasseur. Heute lebt er in Lustenau im österreichischen Bundesland Vorarlberg und arbeitet bei einem Security-Dienst als Wachmann. Das war 2001, als das Buch erschien. Vorwort. Mein Name ist Oswald Mühlmann. Ich bin 42 Jahre alt und lebe in Lustenau in einer österreichischen Gemeinde in Vorarlberg, direkt an der Schweizer Grenze. Zurzeit arbeite ich beim Security-Sicherheitsdienst. Davor habe ich viele andere Berufe ausgeübt. Ich war Zeitungsverkäufer, Skisanitäter, Chauffeur, Bauarbeiter, Radladerfahrer und Sportmasseur. Geht es nach dem äußeren Schein, gehöre ich zu der unzähligen Masse von Durchschnittsbürgern, die keinerlei öffentliche Beachtung finden. Und doch verfüge ich über eine Fähigkeit, die höchst selten ist. Man bezeichnet diese Fähigkeit landläufig als den 6. Sinn. Ich kann das Energiefeld eines Menschen, seine sogenannte Aura, mit bloßem Auge sehen und daraus Rückschlüsse auf seine körperliche und seelische Verfassung ziehen. Meine Hellsichtigkeit ist heute so weit entwickelt, dass ich einerseits durch den Menschen hindurchschauen und dabei die Beschaffenheit seines Blutbildes erkennen kann. Andererseits bin ich außerdem in der Lage, in die Tiefe seines Energiefeldes hineinzublicken, um daraus Rückschlüsse auf eventuelle energetische Blockaden oder Schicksalsereignisse ziehen zu können. Viele hellsichtige Personen, die ich kenne, betätigen sich als Wahrsager, aber ich habe diese Möglichkeit auch in Betracht gezogen. Nach reiflicher Überlegung und aufgrund meiner eigenen Erfahrungen bin ich jedoch zu der Schlussfolgerung gekommen, dass ich meine Fähigkeit besser nutzen kann. Mein Wunsch ist es, den Menschen zu helfen, gesünder, zufriedener und ausgeglichener zu leben. Das vorliegende Buch ist einer der vielen Schritte in diese Richtung. Es zeigt, wie ich es geschafft habe, hellsichtig zu werden. Mit der Darstellung meines Weges zur Hellsichtigkeit möchte ich den interessierten Lesern Mut machen, ihre Entwicklung aus ihrer eigenen Kraft zu fördern. Ich möchte ihnen aber auch viele praktische Hinweise geben, was sie für ihre Gesundheit, Zufriedenheit und Ausgeglichenheit konkret tun können. Mein Buch besteht aus 2 Teilen. Der einführende Teil trägt den Titel 5 Pfade meines Lebens. Darin werden die 5 Grundeinstellungen des Menschen beschrieben, die seine Gesundheit, Zufriedenheit und Ausgeglichenheit fördern. Wer diese Einstellungen hat, wird ein angstfreies Leben bis ins hohe Alter führen können. Der zweite Teil besteht aus 5
biografischen Kapiteln. Sie zeigen, wie sich die fünf Lebenseinstellungen bei mir entwickelt haben. Darin erzähle ich auch, wie ich den Zugang zur geistigen Welt fand und welche Erfahrungen ich dabei machte. Sowohl der Weg dahin als auch meine Erfahrungen können für die Leser von vielfachem Interesse sein. Ich selbst sehe drei Vorteile, die der Leser aus der Lektüre meiner Biografie ziehen kann. Der erste Vorteil besteht darin, zu erkennen, was man aus seinem Leben machen kann. Ich selbst habe mir niemals träumen lassen, in die geistige Welt vorzudringen, geschweige denn, mit meinen Erfahrungen anderen helfen zu können. Ich habe praktisch bis zu meinem 30. Lebensjahr gar nicht gewusst, dass es die geistige Welt überhaupt gibt. Jetzt, nachdem ich es geschafft habe, ist es aber klar, dass auch jeder andere sein Leben mit etwas gutem Willen grundlegend verändern kann. Ob die Veränderung den Leser reich oder berühmt machen wird, weiß ich nicht. Ich halte dies auch nicht für besonders wichtig. Viel entscheidender ist es, dass sich ihm völlig neue Perspektiven eröffnen. Dies trifft vor allem auf die Leser zu, die krank sind, unter seelischen Störungen leiden bzw. ihr Leben als stressig, unglücklich oder wenig sinnvoll empfinden. Diese kranken oder unglücklichen Menschen neigen häufig dazu, den anderen die Verantwortung für ihr Schicksal zu geben. Sie sind oft auch davon überzeugt, dass ihre Probleme durch Medikamente oder Geld behoben werden könnten. Das Buch wird Ihnen möglicherweise nicht helfen, alle Ihre Krankheiten im schulmedizinischen Sinne zu heilen. Es wird Sie aber in die Lage versetzen, trotzdem ein zufriedenes und ausgeglichenes Leben zu führen. Der zweite Vorteil besteht darin, eine weitere und vielleicht entscheidende Bestätigung dafür zu finden, was im Leben wichtig ist. Im Grunde genommen weiß jeder, dass Materielles allein nicht glücklich macht. Viele Menschen sagen sich in ihren stillen 5 Minuten, dass sie ihr Leben verändern müssten. Anschließend tun sie aber diese Gedanken leichtfertig ab und gehen wieder über zu der bisherigen unglückseligen Tagesordnung. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen ihre berufliche oder private Zukunft an Zielen ausrichten, die sie zwar materiell, aber nicht geistig voranbringen. Das Erstaunliche bei dieser Erfahrung war, dass die meisten dieses wussten und auch für falsch hielten. Trotzdem verfolgten sie dieses Ziel, weil sie Angst vor Misserfolg hatten. Diese Angst ist aber völlig unbegründet, denn die geistige Beschäftigung wirkt sich in der Regel positiv auf den materiellen Erfolg aus. Dieses Buch wird den Erfolgreichen nicht in erster Linie zeigen, wie sie ihren Erfolg vermehren können. Es wird sie aber lehren, wie man das Leben und damit den Erfolg möglichst lange genießen kann. Indem sich der Leser der geistigen Welt öffnet, wird er Lust auf neue Erlebnisse und Erkenntnisse bekommen. Vor allem aber wird er Abstand von den Zwängen gewinnen, die seine körperliche und seelische Existenz bedrohen. Der dritte Vorteil ist schlicht der, Freude an der Lektüre zu haben. Ich glaube, dass mein bisheriges Leben so spannend verlief und dass ich dabei so viel gesehen habe, dass es auch anderen Spaß machen wird, etwas darüber zu erfahren. Vielleicht kann sich der eine oder andere Leser in meinen Erlebnissen wiederfinden oder Parallelen zu den eigenen Erfahrungen ziehen. Vielleicht kommt er auf die Idee, so wie ich zu trainieren und wird dadurch selbst hellsichtig. In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß beim Lesen und Trainieren.